Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Zeitreise hier bei Anno 1602. Heute mit der 73. Folge am 26.10. vorproduziert. Ein bisschen in Eile, wie ich am Ende der letzten Folge erwähnt habe. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, was der letzte Kanonenschuss bedeutete am Ende der letzten Folge. Ich drücke schon mal Pause unter 5. Schlawiner. Ich habe so langsam die Befürchtung, dass immer wenn er hier einen neuen Turm setzt, dass das nochmal den Timer zurücksetzt bezüglich des Ruineinsturzes. Ankerlichten! Gebt Breitseite! Ich werde hier nur ins Verbauen können jetzt. Volle Breitseite! Ich gebe ihm jetzt von allen Seiten Pfeffer, damit er hoffentlich keine Ziegel mehr hat. Oder einfach aufhört, was zu bauen da. Oh, hat er wieder einen Turm gebaut. Mann! Ja. Also ein bisschen Streufeuer von allen Seiten hier. Vielleicht hört er ja irgendwann auf. Verdammt, ich der Axt. Jetzt hat gewusst, noch drei Leute zu stehen. Ich brauche noch mehr. Ich von dir auch schon die Leute abgezogen bin. Jetzt lass dich anwählen! Bitte! Danke! Ah, hier sind noch Leute drauf. Gut. Der wieder. In die Wanten! Ja, 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 ja! Ja, wir können landen! Reiß die Hütte ab! Ja, reiß die Hütte ab! Entschuldigung. Ach Mensch, ist ja auch mit der Kamera hier zu springen. Habe ich einen Timer gestellt? Fällt mir gerade mal so ein. Ja, sehr gut. So, endlich können wir. Zumindest theoretisch. Sind die eigenen Soldaten im Weg, ne? Egal, Hauptsache klappt so. Das heißt nämlich jetzt, dass wir unsere Soldaten erstmal ein sichereres Gewässer geben können. Gewässer! Gelände! Mensch! Sieht schon aus wie so ein Gewässer. Aber witzigerweise sind alle, die verwundet waren, bereits tot. Okay. Zack und zack und zack. Dann möchte ich hier gerne zuallererst einmal einen Arzt stehen haben. So. Und ja gut, Kanonentürme brauchen wir ja eigentlich dann nicht mehr. Kommt mal alle hier rüber. Wir sammeln uns erstmal hier. Die Invasion ist geglückt. Wir haben eine Landungsbrücke. Der Rest ist nur noch eine Frage der Geduld. Hast du gedacht, wa? Nicht mit mir. So, du hast noch Truppen drauf. Du hast auch noch Truppen drauf. Und das sind die Verwundeten. Okay. Ansonsten habe ich jetzt von allen die Truppen runtergezogen. Gut. Okay. Macht mal ein bisschen Platz hier. Dann geht ihr da ein kleines bisschen rüber. Und dann sehe ich doch hier schon wieder einen nachgebauten Turm. Der mich hier wiederum hindert, vorzurücken. Sehe ich sonst noch irgendwas Unschönes? Nö. Ich glaube, der kann erstmal da stehen bleiben, der Turm. Wir machen jetzt erstmal hier Marktplätze. Fertig. Oh, ich sehe gerade, der hat nur noch 250 Einwohner. Hm. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Schadenfreude ist doch manchmal die schönste Freude. Kommt ihr mal darüber? Die Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Überprüft eure Handelsrouten. Es ist jetzt aber nicht eine halbe Stunde her, dass kein Brand gewesen ist. Ach so, obwohl. Es ist die Frage, in welcher Stadt natürlich. Das habe ich jetzt nicht bedacht. So. Hat der gleich wieder einen Turm gebaut da? Jawohl, mein Fürst! Für unseren Herrscher! So. Geht ihr dahin? Dahin. Dann werden wir dich mal zur Reparatur schicken. Du bist repariert, das ist sehr gut.
Wenn ich das jetzt unbedingt noch verhindern müsste, dass mir Schiffe versinken, aber es ist dann trotzdem ärgerlich, ne? Gut. Das sieht doch okay aus hier langsam. Volle Breitseite. Ja, nee, ist klar. Das kann doch einstürzen, obwohl ein Turm da steht. Ich fasse es nicht. Ha. Alles klar. Dreh das mal ein bisschen hier. Passt hier nicht hin, schade. Ach, wegen der Ruinen. Oder? Hab ich mich nur verguckt? Nee, es passt hier nicht hin. Schade. Na gut. Ja, dann ist dieser Marktplatz jetzt das nächste auf dem To-Do-Zettel, zumal ich gerade sehe, dass wir uns das hemmungslos erlauben können. Eure Handelsrouten. Er hat dann nämlich keine Verteidigung zu stehen. Jedenfalls noch nicht. Und jetzt lassen wir endlich mal die Angriffswelle drüber rollen. Wow! Wenn die Kamera mitspielt, schließt euch da noch ein Action weg. Dann gemeinsam gegen den Marktplatz, denn wir sind gegen den Kapitalismus, sagte der, der sich ein kleines Vermögen verdient hat. Kleines Vermögen. Und jetzt geht's an die... Oh, was? 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 Aha. Jawohl, mein Fürst. Interessant. Für unseren Herrscher. Interessant. Kann man ja anders sagen. Oh. Quatsch. Guck mal hier. Ich will die Mauern auch gleich weg haben hier. Das soll nichts mehr an diesen Krieg erinnern, nichts mehr an diese ganze Nation erinnern, denn es ist natürlich der Klassenfeind, ne? Ich glaube, ich sollte doch mal, Workers and Resources spielen, wenn ich schon so rede. Ich krieg gar nicht mehr alle Kanoniere ausgewählt, das ist auch okay. Genau, immer feste Druft da. Und schießen wir uns jetzt hier den Weg frei. Badehaus noch weg, dann können wir nämlich sofort den Turm hier angreifen und dann gleich die ganze Stadt, die ganze Innenstadt zerlegen. Badehaus ist natürlich ziemlich stabil. Sogar stabiler als Mauern. Na? Ihr lauft schon wieder komische Wege, meine Freunde. Hä? Hä? Wen hatten der jetzt getroffen und wen nicht? Hier vorne ist einer dabei, okay. Jawohl, mein Fürst. Überprüft eure Handelsrouten. So. Ein bisschen die Schule abfackeln, die haben wir früher alle gehasst. Ich denke mal, ich sollte den Arzt weiter vorne sitzen. Ist dann das Feldlazarett. Dann reißen wir den hier wieder ab. Und dann werde ich schon mal vorsichtshalber. Hallo? Vorsichtshalber neues Baumaterial draufgeben. Soldaten wurden geheilt. Das ist super. So, die Kirche. Steinmetz. Andere Steinmetz. Mal schön die Wirtschaft niedermachen hier. Feuerwehr lassen wir stehen. Beim Brandsetzen können wir eh nichts. Hat er hier echt noch einen Turm gebaut, der Schuft? Machen wir die Fleischerei nieder, dann müssen wir... Nee, halt. Machen wir das noch nieder. Dann bewegen wir uns alle da hoch. In der Hoffnung, ich werde nicht noch von hier abgeschossen. Hat mich keine Brücken gebaut, der Schuft. Entweder muss ich die Brücken bauen oder eine zweite Landung durchziehen. Das ist natürlich fies. Zieh dich raus da. Dann halt nicht. Zieh du dich aber raus. Oh, ihr kriegt keinen Urlaub mehr, das sag euch. Na klar, jetzt sind sie tot. So, nur aber hier. Eine fette Schneise rein. Macht hier noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Die sollen kein Geld mehr verdienen. Feuerwehr, wie gesagt, bleibt stehen, weil die kostet ja auch Geld. Fleischerei bleibt auch stehen, weil er hat keine Rinder mehr. Oder wohl. Ist das überhaupt noch sein Gebiet? Ich glaube nämlich nicht, ne? Ne. Ist nicht mehr sein Gebiet, das heißt, wir können es vereinnahmen. Oh, doch. Es ist tatsächlich noch besetzt durch den Turm.
Ist doch eine Schlamperei hier. Der Turm verhindert's. Ich fasse es nicht. Das muss mal eben sein. Zumal die rote Fahne noch drauf weht, ne? Ach, der wird langsamer, wenn er verletzt wurde. Interessant. Ah, zu spät geklickt. Entschuldigung. So, zieh dich gleich raus. Nein! Verdammt! Gibt's doch nicht. So, jetzt geht das als meine Fleischerei. Vergiss es. Die will ich nicht. So. Bisschen Ordnung muss ja sein, ne? Ja, die Küste blockieren. Zack, zack, zack. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. So, brauchen wir schon wieder Baumaterial. So wird zum Thema vorsorglich. Kann er auch eigentlich schon wieder losfahren sogar? Ich lade jetzt hier die Kanonen mal ab. Dann hat er mehr Stauraum. So. Dich wollte ich noch reparieren. Habe ich total vergessen. Ah. Alter, das frisst aber auch Holz, ne? Oh. Überprüft eure Handelsrouten. Schule wegmachen. Geigen wegmachen. Arzt wegmachen. Kirche wegmachen. Auch wieder so typisch KI, baut Kapelle und Kirche, ne? Obwohl, mir fällt ein. Nee, Kasch, das war in 1503. Alles gut. Das war nicht hier in 1602, das war in 1503, was ich gerade im Kopf hatte. Dass die Reichweite dadurch erhöht wird. Das war bei 1503, da konntest du nämlich eine Kirche so bauen, dass der Einflussbereich der Kirche auf die Kapelle ging. Die Kapelle wurde dadurch auch zur Kirche und hatte dann eine Einflussbereichserweiterung. Also hat dann eine Kirche simuliert, sozusagen. So, dann rutscht doch mal hier vor, auf diesen schönen Platz da vorne. Ach ja, ich wollte ja hier noch was probieren. So, schießt euch mal den Weg frei. Dann noch den Weg. Dann noch den Marktplatz. Brauchen wir hier noch ein bisschen Kampffläche? Klingt blöd, ist aber so. Aber die können ja hier wieder nicht vorbeischießen. Gut. Kommst du da ran? Oh, verdammt. Er kommt nicht ran. Dafür kommt der Turm an uns ran. Wir verlieren wieder Soldaten. Aber hier, das ist langsam, aber sicher ist es erträglich von den Verlusten her. Hier müssten wir doch aber den Turm erwischen. Wenn mich nicht alles täuscht. Nochmal da noch die Schmelze weg. Das kostet wieder was Geld. Zack, eine stürzt. So, bei der Marktplatz da noch steht. Nee, dann warte ich noch ein bisschen. Bis er da noch aufgibt. Also hier, den aufgibt, meine ich. Blöde ist nur, allzu lange warten kann ich jetzt auch nicht mehr, weil ich wollte hier weiter rüber marschieren. Sieht aber eher so aus, dass das anders läuft. Versuchen wir zu. Oder ich lande hier drüben, das würde auch gehen. Dass ich über die Gewürzplantagen hier rankomme. Ah, komm schon. Wenn ihr nein noch ranfahrt, könntet ihr doch eigentlich auf den Turm schießen. Oder ist da was im Weg? Da ist die Kapelle im Weg. Ach, die hat mich gesehen. Ah, dann schießt ihr erst die Kapelle nieder, dann den Turm. Nein! Mist! Zwei tiefe Minen hat er mittlerweile hier angeschlossen. Auch nicht schlecht. Sag mal, weg damit! Hat der keiner erlaubt. Oh, warte mal, Holz nochmal wegmachen. Der soll nicht mehr neu bauen dürfen. Fang schon mal an, Kumpel. Wir haben mal ein bisschen Arbeit vor uns. Was ist das jetzt doof, ne? Da muss ich jetzt extra wegen diesem einen Marktplatz noch mal eine zweite Landung machen da. Oder ich lande doch gleich hier vorne und damit Schmack ist drauf. Schauen wir mal.
Ah, komm. Jawohl, mein Fürst. Machen wir die Hälfte der Truppe hier noch ungefähr. Ach Gott, so viele passen ja nicht rauf. Ja. Eins, zwei sind unterwegs. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und ich habe dir gesagt, du sollst es sein lassen. Angriff! Angriff! Keine Gnade! Da schießt man wirklich auf Holzhütten mit einer Kanone. Man hört, der Effekt ist maximal, das steht fest, aber das ist ein bisschen wie, weiß nicht, mit einer Atombombe auf eine Mücke zu, Mücke zu schmeißen. Er baut nicht mehr nach, kann das sein? Das sieht stark danach aus. So, entschuldigt, dass ich gerade so ruhig bin, aber ich versuche halt so ruhig wie möglich die rechte Maustaste zu drücken, damit er mir hier nicht wieder ständig anfängt hin und her zu springen. So, hüpft ihr mal auf das Schiff da drauf. Ey, da wie viele freie Händler hier hin und her gucken. Ich glaube, bei 701 gibt es immer bloß maximal 2 oder 3 pro Karte. Aber ich kann mich da auch täuschen, ist halt auch schon so lange her, dass ich das gespielt habe. Oh, der baut nicht mehr nach. Oh, noch ein bisschen breiter hier. Alle angekommen, sehr schön. Fahrt mal darüber. Gibt einen kleinen Sonderausflug. So, so, so. Können ja schon mal ein bisschen aufräumen nebenbei, ne? Oh, komm schon, jetzt reißt die Hütte ab, ey. Mann. Voll fies. Auch mir scheiße an der Brücke. Keine Gnade. Alles klar. Blindfisch Robin wieder am Werk. Na komm, machen wir so Ami-like. Jetzt von allen Seiten gleichzeitig. Ja, gleichzeitig zum so viel zum Thema. Ja, yeah, ja. Angriff, Männer. Macht den Turm platt. Sehr schön. Die habe ich überhaupt nicht gesehen, die Brücke. Mir marschiert doch einfach weiter, dann können alle drauf schießen. Herrscherzeiten. Oh. Hä? Okay. Oh. War nur ein Zufall, alles in Ordnung. Uns fackelt nicht unsere Baumwolle weg. Alles gut. Ah. Gut. So, jetzt heißt es, würde ich nur noch abwarten. Ja, schon hässlich geworden hier. Mach mal hier die Hütte weg. So. Ach, nun gib doch auf, Junge. Wie willst du das noch rumreißen? Ja, mit Gewürzverkauf, klar. Reißen noch die Hütten weg. So. 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 Also ich muss gestehen, wäre ich die KI, entweder ich würde jetzt bockig sein und aufgeben, bin ich ganz ehrlich, oder aber eine andere Form von bockig, wirklich noch versuchen, Gewürze ranzukriegen, die zu verkaufen, Waffen zu kaufen oder Kanonen zu kaufen, was ja eigentlich nicht geht, und nochmal irgendwo fiesen Turm drin gesetzt. Ja komm, mach ich Feuerwehr jetzt auch noch weg. Warte mal, nee, doch nicht, ja, warte. Stimmt, ja, Eisen hat er ja auch noch. Der klammert sich echt noch am letzten Strohhalm fest hier, ne? Alter, hör doch auf jetzt!
Gibt's doch nicht. So. Nicht? Jetzt ist bloß der in der Mitte weggegangen. Achso, habe ich überhaupt noch Material? Habe ich, gut. Komm, wir beschleunigen mal die Geschichte hier. Kommt wieder die Handelsflotte an die Schiff hier von allen Seiten. Aber die Erzminen brauchen ziemlich lange, oder? Boah. Ah, Erzminen sind fertig. Komm, mach mal F8. Nee, das war überalt. So. Ihr wart. Ihr habt eure Aufgaben vortrefflich gemeistert. Nicht ganz. Ich habe vergessen, noch das letzte Denkmal zu bauen. Schiete. So, hier jetzt die Statistik. Zwei Schiffe insgesamt sind gesunken. Das eine Schiff war damals, glaube ich, noch das erste Schiff, was gegen den Piraten verkackt hatte. Das war noch ein kleineres Schiff, möchte ich meinen. Wir hatten mal gegen einen Piraten eins verloren auf der Mission. Und das zweite halt hier in dem Krieg gegen den Roten. Das war auf der linken Flanke von unserer Seite, als ich die Seeschlacht eingeleitet habe. Zufriedenheit, das sind die Denkmäler 7. Hätte eigentlich schon 8 bauen können, habe ich bloß vergessen. 15 Dinger besiedelt, krass. Untertan, das hätte mehr sein können. Wie wir im Nachhinein erfahren haben, dass so ziemlich genau alle kleinen Mini-Furz-Inseln, wo Einwohner drauf waren, Kakao hatte. Wirklich schade. Das hätte man echt noch schaffen können, so mit 3 Mini-Furz-Inseln den Kakaoversorgung hinzubekommen. So, und der Rote? Ja, genau. Er hat uns 1 versenkt. Gesunken 35. Eieieiei. Er hatte... Ach stimmt, er hatte ja nur ein Schiff, was ich ihm versenkt habe. Stimmt. Wie viele Knete hat denn der noch gehabt, der Rote? Aber gut. Wir gehen wieder ins Hauptmenü, ihr Lieben. Wir haben es endlich geschafft mit dieser Mission. Die war jetzt nicht ohne. Die nächste Mission wäre das Monopol. Vor euer letztes Gefecht wurdet ihr mit Ruhm überschüttet. Das in euch gesetzte Vertrauen beschert euch eure neue Aufgaben. In einer neu entdeckten Inselwelt sollt ihr die Kontrolle über den Tabak- und Kakaohandel gewinnen. Besiedelt alle Inseln, auf denen diese Pflanzen gut gedeihen. Und erzielt mit dem entstandenen Monopol einen Handelsbilanzüberschuss, Verkaufserträge abzüglich Einkaufskosten von mindestens 400 Talern. Das ist eine ordentliche Aufgabe, vor allem wenn man noch Konkurrenz hat. Die wollen ja auch das haben. Und sobald die das haben, die Inseln, kaufen sie bei mir natürlich nicht mehr ein. Oder halt in kleineren Mengen. Wir gucken uns die Inselwelt mal an. Wie immer, wie üblich. Ja, wir heißen wieder Robin. Ich wähle meine blaue Flagge. Ach du liebe Dütchen. Eine komplett jungfräuliche Inselwelt. Und da muss man sich jetzt alles rausschnappen, was Kagak. Eine Mischung aus Kakao und Tabak. Tomako ist ein Scheißdreck dagegen. Wer Homer Simpson seine Marke kennt. Mit 20.000 Startkapital sind wir auch nicht glücklich bedient. Sind einige sehr attraktive Inseln dabei. Sowohl was Tabak und Kakao angeht, als auch eine eigene Siedlung. Und die hier bietet sich doch wunderbar an. Für eine eigene Siedlung. Nee, tut sie nicht, weil keine Steine und kein Eisen. Da oben wartet schon der freie Händler. Und dann doch lieber die hier. Mit einem geschützten Hafen oder nicht? Das ist die nächste Frage. Fahren wir mal rüber. Wir erkundschaften mal so ein bisschen durch. Zumal wenn wir mittig stehen, das ist gar nicht mal so dämlich. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Neues Land wurde erschlossen. Eine Erzader wurde gefunden. Jo, er hat schon mal kein Erz. Wurde erschlossen. Ein Mitspieler erweitert seine Ländereien. Ja, die ist auch nicht schlecht, die Insel. Hat aber auch Ureinwohner hier. Und ist auch ein bisschen klein für eine etwas größere Stadt, obwohl die auch nicht so die größte ist hier. Ach, wisst ihr was? Wir nehmen gleich die Insel hier. Fertig, aus. Wir geben jetzt ein Safe drauf. Gesichert. Zack. Dann latschen mal ab. Dann fangen wir gleich hier an. Ich meine, warum nicht?
Mach mal hier drüben. Wir erweitern eh noch unseren Einflussbereich. Na, jetzt so. So. Jetzt habe ich gerade Steinstraßen gesucht. Aber das ist halt das Schöne an diesem Spiel, dass du halt in der Kampagne immer wieder neu anfangen kannst. Musst. Sagen wir es so. So, hier machst du jetzt aber Platz. Denn die Stadt passt hier wunderbar rein, finde ich. Ich versuche es nur diesmal mit einem Layout zu machen, dass der Marktplatz nicht in der Mitte steht, denn der liebe Blattmanni hat mir ebenfalls auch ein Layout gezeigt, was wirklich sehr praktisch ist. Wenn man es denn versuchen möchte, auf Kaufleute und Hör zu schaffen. In der vorigen Inselwelt hatte ich ihm noch in die Kommentare mit reingeschrieben, dass es sich nicht anbieten würde. Aber zu Recht hat er geschrieben, dass das ja auch für die Zukunft hilfreich sein könnte. Moment. Das habe ich wieder nicht bedacht hier. So. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Konkurrenz agieren wird, ob sie aggressiv oder eher passiv handeln wird. Na, komm schon, brauch Holz. Dauert jetzt natürlich alles wieder ein bisschen, bis wir hier richtig anfangen können. Schade, dass wir nur eine Erzader hier haben und dann noch da hinten. Achso, was können wir hier eigentlich machen? Tabak. Okay. Haben wir schon mal die Richter erwischt. Aber natürlich, wenn wir hier auf der eigenen Hauptinsel, wenn die jetzt nicht so groß ist, werden wir das nicht machen. Jetzt mal den Marktplatz hier unten. Sehr gut. Damit haben wir hier eine schöne freie Fläche. Jetzt habe ich nur dummerweise meinen Zettel weggeworfen. Da habe ich mich mal die Kacheln abgezählt gehabt für das Layout. Ah, wir brauchen wieder Holz. Natürlich. Was auch sonst. Wir sollten auch mal eine Fischerhütte bauen, ne? Damit ihr auch wieder was zu futtern reinkommt. So. Jetzt ist er schon maßlos überfordert hier, natürlich. So. Ist ja ein bisschen Unterstützung. Oder auch nicht. Dann halt nicht lieber Marktplatz. Ist okay. Ah, jetzt. Danke. Ich hoffe, dass es wenigstens eine tiefe Erzader ist. Ich nehme mal an, dass die hier Kakao haben wird. Aber sehen wir alles noch. Das werden wir uns also angucken. Ich mache es diesmal nicht so, dass ich vorher alle Inseln absuche und gucke und mache und tue, sondern... Warte mal. Gib mir Herdezeug. Ich brauche Stoff. Nein! War zu langsam, na gut. Achso, die Kanonen. Hier. Genau, diesmal machen wir nicht so, dass wir alle Inseln absuchen und gucken und machen und tun, sondern ich schnapp jetzt einfach die, weil ich finde die attraktiv. Hier haben wir einen schönen Bauplatz für die Stadt selber. Kleines bisschen Nahrungsversorgung ist ja auch noch möglich. Eisen, wenn es geht. Und dann machen wir wieder alles extern, denke ich mal. Wir werden wahrscheinlich so ziemlich genau alle Inseln besiedeln müssen. Würde mich nicht wundern. So, fangen wir schon mal ein bisschen an hier mit Holz. Wir haben halt gleich die ersten 12 drin. Mit Holz. Ich bin schon so ein Holzkopf hier. So. Ich sehe erstmal einen Weg durch. Da auch. Ah. Schade. Das mit dem Marktplatz ärgert mich jetzt. Ne? Das ist wieder so der innere Monk, ne? So, Blattmanni wird vielleicht schon erkennen, was ich hier mir gerade so dachte mit der Aktion. Denn sein Layout fängt mehr oder weniger so ähnlich an. Nur nicht mit Hütten und Wegen, sondern halt gleich schon mit den größeren Gebäuden wie Kirche, Badehaus, Wirtshaus, Schule. Tag für Essen, Feuerwehr. Und Arzt. Ja. I need more Holz. Please. Und da klingelt der Timer.
Und der klingelt gleich nochmal. So. Komm, wenn ihr noch die eine Hütte hier pflanzt, hier, ihr Lieben. Wie gestern schon gesagt, habe ich gleich einen Termin. Den will ich auch unbedingt wahrnehmen. Deswegen wird jetzt hier gespeichert. Wir gehen in den Pausenmodus. Ich bin heilfroh, dass wir diese Mission durch haben, weil die war echt nicht schön. Mit diesen, ziemlich schiffsspammenden roten Spieler. Jetzt müssen wir aber zusehen, dass wir auf dieser Mission nicht so lange trödeln. Denn sonst haben wir da dieselbe Situation. Aber selbst wenn es so sein sollte, ihr habt ja immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, ob wir versuchen sollen, aus der Inselwelt das Maximalste rauszuholen oder ob wir einfach versuchen sollen, also einfach, so schnell wie möglich die Mission zu erfüllen. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet doch einfach morgen wieder rein. Ciao!